Hallo und herzlich willkommen bei Book of Unwritten Tales. Wir müssen dem Gott der Rätseln hier eine Frage stellen. Und ich werde mal, ich glaube den hier aus. Garstiger Gnom! Was habe ich in meiner Tasche? Ein paar Flusen und außerdem einen Ring, einen Verkleinerungsring, um genau zu sein. Ein magisches Gerät, das einige einen Klicker nennen. Und nein, das war's. Wow, beeindruckend. Tja, Gott der Rätsel, allwissend und allmächtig, nett sie kennenzulernen. Mist. Ich bin dran. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Zähne. 32. Weiß auf einem roten Hang. Zähne? Zähne. Nun, das ist richtig. Cleveres kleines Kerlchen. Du bist dran. Okay, ist ne. Oder die hier. Also entweder 2 oder 3. Was ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? 41,5. Bist du sicher? Natürlich, ich bin der Gott der Rätsel. Ich bin absolut allwissend. Stimmt doch. Andere können sich verrechnen. Ich nicht. Aber ich bin dran. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift. Kein Mund hat's getan. Mein Opa. Schreien, fliegen, beißen, murmeln und pfeifen? Ganz klar, der Wind. Na gut, das war aber auch einfach. Du bist dran. Versuch dein Bestes. Also, wenn du allwissend und allmächtig bist, kannst du dir eine Frage ausdenken, die so schwierig ist, dass du sie nicht beantworten kannst? Natürlich, ich kann alles. Aber wenn du auch allwissend bist, müsstest du die Antwort auf jede Frage kennen. Natürlich weiß ich... Ein Paradoxon. Hier ist mein Angebot. Du schenkst mir deine Gunst und wir lassen das lästige Thema Allmacht unter den Tisch fallen. Damit hast du die eigentliche Aufgabe, die ich dir ohne dein Wissen gestellt habe, gemeistert. Du hast meine Gunst erlangt, spitzfindiger Sterblicher. Damit habe ich einen Gott schon mal auf meiner Seite. Fehlen noch 2. Okay, ihm müssen wir wahrscheinlich einen Witz erzählen. Und ich habe keine Ahnung. Also den ersten Gott haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Oh ja, wir müssen wahrscheinlich nur lachen. Der Gott des Humors. Hört sich so an, als würdest du viel zu lachen haben. Oh, natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Es ist schlimm, wenn man immer und immer und immer wieder dieselben Witze hören muss. Ihr habt einfach nur keinen Humor. Passt auf! Oh, jetzt kommt. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Oder kennt ihr den? Mond. Ja, kennen wir. Spaßbremsen. Du bist so gut drauf. Du hilfst mir doch bestimmt so, auf die Insel zu kommen, oder? Oh, Komiker haben eine düstere Seite. Es ist nicht einfach, alle Welt zum Lachen zu bringen. Was weißt du schon davon? Ich bin der Gott des Humors. Ich habe das Tete, Tete, Tete erfunden. Nur damit die Leute wissen, wann sie lachen müssen. Ach ja?
Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Sagt der eine, der schmeckt aber komisch. Na, na? Der war neu. Siehst du, es ist ein hartes Geschäft, die Leute von den Sitzen zu hauen. Euch ist das allen nur nicht bewusst, weil ihr es nie selber ausprobiert habt. Hey, das ist es! Ich brauche einen neuen Witz. Das ist meine Aufgabe für dich, Sterblicher. Bring mich zum Lachen! Ich soll dir einen Witz erzählen? Der so witzig ist, dass ich aus tiefstem Herzen lachen muss. Es muss ein Brüller sein. Oh, Schrott. Ich glaube, ich kenne keine Witze. So ein Quatsch! Jeder kennt Witze! Die meisten sind natürlich kein Material, mit dem man einen Gott zum Lachen bringen kann. Aber trotzdem, frag am besten herum und versuch dein Glück. Oh, ich muss weiter. Wer kennt hier Witze? Ivo kennt wahrscheinlich keinen Witz. Was ist mit ihr? Was müssen wir bei ihr machen? Hi. Hallo, junger Freund. Sind die schönen Künste sowas wie Malen und Basteln? Alles ist Kunst. Nichts in dieser Welt existiert, ohne Kunst zu sein. Oh, doch. Deswegen bin ich ja auch die wichtigste Göttin hier. Ha! Die Welt besteht aus Geschichten. Ohne Humor wäre alles fad. Jedes Mal, wenn ein Maler zu einem Pinsel greift, ein Bildhauer zu einem Meißel oder ein Barde zur Laute, so singen sie mein Loblied. Der Maler und der Bildhauer singen auch? Lass sie, Kleiner. Sie hat's nicht so mit Worten. Und was soll ich tun, um deine Gunst zu erlangen? Kannst du tanzen? Klar. Okay, meine erste Forderung, hör auf. Und mach das nie wieder. Malerei, Bildhauerei, Musik. Wie sieht es damit aus? Tanzen kann ich am besten. Gut. Dann überlassen wir die Kunst lieber den Profis, wie mir. Ich würde gerne wieder singen, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie die Töne klingen. Besorg mir eine Stimmgabel oder etwas in der Art. Wenn ich die Töne höre, wird mir schon wieder alles einfallen. Oh nein. Okay. Ich muss weiter. Gehe und erschaffe etwas. Okay. Stimmgabel? Hallo, sagte der junge Held und stellte anschließend die alles entscheidende Frage. Den mag ich mit seiner Erzählerstimme. Ich mochte schon immer Geschichten. Besonders die Geschichte von Ritter Thilo, wie er ausritt, um den bösen Drachen zu erschlagen. Ja, eine meiner besten. Du hast die Geschichte von Ritter Thilo geschrieben? Ich habe alle Geschichten geschrieben, quasi. Junge verliebt sich in Mädchen, die Hure mit Herz, Happy End. Alles meine Erfindungen. Alles, was danach kam, waren nur Varianten. Wow. Außerdem habe ich die Wörter und, Breit und Marmelade erfunden, sowie die Buchstaben E, Q und L. Obendrein das Komma. Letzteres wurde von der Allgemeinheit aber leider nicht angenommen. Du hast gesagt, dass da auf der Insel sei der Tempel des Namenlosen. So ist es. Vor Hunderten von Jahren wurde der Namenlose immer mächtiger und gewann immer mehr Anhänger. Natürlich sahen die Priester der anderen Götter das nicht gern. Also verboten sie, den Namen des Gottes auszusprechen, seine Symbole zu tragen oder zu ihm zu beten. Diejenigen, die sich den dunklen Künsten verschrieben hatten und die Macht des Gottes für sich nutzen wollten, bauten diesen geheimen Tempel tief unter der Stadt. Dort feierten sie verbotene Rituale und vergrößerten die Macht des Gottes. Im Gegenzug bekamen sie unheimliche Kräfte von ihm. Klingt gar nicht gut. Das war es auch nicht. Irgendwann kam man ihnen auf die Spur und zerstörte den Tempel. Kurz darauf wurde der Namenlose verbannt und für Jahrhunderte regte sich nichts auf der Insel. Okay. Und was geschah dann mit dem Tempel? Wie geht die Geschichte weiter? Vor einigen Jahren tauchten Männer auf.
Sie besuchten den Tempel und hielten dort Riten ab, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatten. Dunkle Magier, die zu tief in alten Büchern geforscht und den Tempel ausfindig gemacht hatten. Sie bauten eine Maschine, über deren Zweck man nur spekulieren kann. Vielleicht wollten sie den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Wenn sie es wollten, so haben sie es nicht geschafft. Es wurde wieder still und dunkel auf der Insel. Ich glaube, die Magier wurden getötet. Dann könnte mein Zauberstab einem dieser dunklen Magier gehört haben? Ich weiß nichts von Zauberstäben. Ich weiß nur, dass der Tempel seit einigen Jahren von einem Geist bewohnt wird, der ihn niemals verlässt. Und Remy ist ausgerechnet auf diese verfluchte Insel gegangen. Das erinnert mich an eine alte Geschichte. Oh je. Kurz nachdem die ersten Amphibien... Entschuldigung. Ich habe gerade keine Zeit für lange Geschichten. Na klar, lauf doch wieder durch die Gegend, schau dir Sachen an und versuch Dinge zusammen zu friemeln. Was soll ich für dich tun? Gar nichts. Ich wäre dafür, dass es mit der Geschichte vorangeht. Wir haben gesagt, er muss für jeden von uns eine Aufgabe lösen. Aber du weißt ja nicht, was auf der Insel passiert. Es wird sehr spannend und sehr emotional. Was passiert auf der Insel? Hier bei uns werden Rätsel gelöst, wenn man vorankommen will. Wie in der guten alten Zeit. Also gut, eine Aufgabe. Erzähle mir eine Geschichte. Das ist doch wohl kaum eine geeignete Aufgabe. Geschichten erzählen ist nicht leicht. Es muss eine kreative und spannende Geschichte sein, die meinen hohen Ansprüchen genügt. Na los, Kleiner, denk dir eine Geschichte aus und hau uns aus den Socken. Oh, Mist. Nun, ein Junge, der bei seinen fürchterlichen Verwandten unter einer Treppe lebt. Da will ein neues Schrott. Sieht plötzlich ein... Also der bekommt unerwarteten Besuch von 13 Zwergen. Aha. Packende Prämisse, spannende Charaktere. Der erste Akt ist geschafft. Wie ist die weitere Entwicklung und was ist der Showdown? Oh, Scheiße. Wir können hier nur gewinnen, oder? Er hat Hunger, soll in einem Tödlichen. Ja, also dann als nächstes... Die Matrix? Trifft er einen Mann, der ihm eine rote und eine blaue Pille zeigt. Und später... Roboter für... Wird sein Roboterfreund ins Flüssig heißt. Terminator. Ja, ich glaube, wir nehmen Matrix nochmal. Kann er dem Aquarium, in dem er die ganze Zeit gefangen war, entkommen? Doch dann der Twist. Und täglich grüßt das Murmeltier. Es war ein Traum. Er ist Jesus. Derselbe Tag beginnt wieder von vorne. Ah, sehr originell. Aber... Meine Unterstützung hast du, junger Freund. Damit habe ich zwei Götter in der Tasche. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Tongenerator, aber ich glaube, dafür brauchen wir die gute Ivo. Drüben können wir eh nichts mehr großartig machen. Hier gibt's auch nichts mehr, was uns irgendwie weiterhelfen kann. Was ist hier? Ist das hier, ist für... das hier auch eine Göttin? Nein, das ist eine Amazone. Sie haben unsere Tempel bewacht.
Hat keinen sonderlich guten Job gemacht, oder? Okay, wir müssen hoch zu Ivo. Dann schauen wir uns mal wieder um, ob wir oben irgendwas haben. Wir müssen ja der Ivo erstmal die Information übergeben, dass wir hier... Können wir Timmy irgendwie? Hör zu, Timmy. Ja? Ja. Hör mal, Timmy. Ich habe den Verkleinerungsring von deinem Onkel gefunden. Den legt er nie ab. Er lag am Rand dieses verdächtig aussehenden Sees. Vielleicht wollte er, dass du ihn bekommst. Das glaube ich nicht. Er konnte doch nicht wissen, dass ich ihm folgen würde. Natürlich wusste er das. Du würdest einen Freund nicht im Stich lassen. Außer dir wussten das alle. Kennst du gute Witze, Timmy? Ist das wirklich die richtige Zeit dafür? Ich brauche einen guten Witz, um deinen Onkel aus dem Tempel zu retten. Ist eine lange Geschichte. Einer fällt mir ein. Warum trinken wir Ratten abends keinen Alkohol? Damit wir morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Nicht schlecht. Es ist witzig, weil es wahr ist. Da unten gibt es einen dunklen See mit einer Insel in der Mitte. Auf der Insel stehen die Ruinen eines Tempels. Ich bin mir ziemlich sicher, dein Onkel ist dort. Hast du denn nicht nachgeguckt? Würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wie ich über den See kommen kann. Das Wasser sieht verdächtig aus und die Götterstatuen sagen, kein Boot oder Floß könne den See überqueren. Wie ist Onkel Remy denn auf die Insel gekommen? Ich schätze, er kennt das Geheimnis, wie man den See heil überqueren kann. Keine Sorge, ich werde den Trick auch bald erfahren. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das. Okay, wir könnten den Witz jetzt gleich probieren. Komm, wir probieren den Witz. Okay, Gottes Humors. Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Oh nein. Warum trinken Ratten abends keinen Alkohol? Damit sie morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Der ist ja grauenhaft. So vorhersehbar, so unelegant, so... Ich fand ihn sehr witzig. Ich auch. Was wieder einmal beweist, wie wenig Ahnung ihr habt. Nein, ich habe nicht gelacht. Ich muss weiter. Okay. Ach, der nächste, den wir hier jetzt raten müssen. Naja, wir haben ja noch ein bisschen hier die Möglichkeit, mal weiterzuschauen. Schauen wir mal rüber nochmal. Gibt es hier irgendwas, das... Nein, vielleicht hier im Rattenlager? Ich meine, wir könnten auch den Verkleinerungsring nochmal anziehen. Oh! Hi, Ethel! Oh! Er schleicht sich noch immer so an! Ich habe Remis Ring gefunden. Er lag dort unten am Ufer eines dunklen Sees. Oh! Er lässt den Ring nie irgendwo liegen. Magische Ringe sind kein Spielzeug, sagt er immer. Du musst uns, Monsieur de Dumas, heil zurückbringen, Wilbur. Ich tue mein Bestes. So. Frag nicht wieso, aber du musst mir einen guten Witz erzählen. Treffen sich zwei Kohlenstoffe. Sagt der eine, hi. Sagt der andere, ey, geh weg, du bist ja substituiert. Komm schon, erzähl mir einen Witz. Das war einer. Alter Alchemistenwitz! Verstehe ich nicht. Wenn du nicht Teil der Lösung bist, dann bist du Teil des Kondensats. Du musst mich deswegen nicht beleidigen. Ich meine es todernst. Ich brauche einen Witz. Deine Mutter ist so hässlich. Nicht mal Flur würde sich mit ihr verbinden. Jetzt beleidigst du auch noch meine Mutter? Ich will doch nur einen Witz von dir hören. Etwas wie, sagt der Kannibalenkoch zum Gefangenen, pfeifen Sie bitte, wenn das Wasser kocht? Ja, sowas. Solche Witze kenne ich nicht. Na gut.
Dann nehme ich den mit dem Kohlendings. Der war doch nicht schlecht. Ich muss mich auf den Weg machen, Ethel. Wenn du einen Topf willst, weißt du, wo du mich finden kannst. Deine Mutter ist so... Mit dem Verkleinerungsring von Remy müsste es gehen. Komm, wir probieren es einmal. Aber ich glaube, oben ist eh versperrt. Und mich würde schon mal interessieren, wie es hier aussieht beim guten alten Block. Oh, und er rechnet hier jetzt. Haben wir hier irgendwas, das wir... Welch abscheuliche Kreatur. Oh. Also ich finde sie nett. Eine der magischen Schiefertafeln. Altes Modell, ohne Haare. Vieles hier ist aus diesem glatten, glänzenden Material. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es ein bisschen unheimlich. Dieser Puppe zum Beispiel möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Hier ist doch auch noch mal was, aber ich sehe es nicht. Das muss er sein. Erzmagier Alistair. Eine Trophäe der Ratsvorsitzenden. Widerlich. Ivo und ich müssen ihn da rausholen. Direktor Bloch scheint in seine Arbeit vertieft zu sein. Solange ich hier unten bleibe und ganz leise bin, wird er mich nicht bemerken. Okay, hier können wir noch gar nichts. Ach nee, wir haben doch... Das goldene Döschen mit dem Kaminreisepulver. Ich kann es nicht nehmen, solange es genau vor der Nase des Direktors steht. Ja, wir können hier gar nichts machen. Direktor Bloch ist immer noch der fleißige Diener der Ratsvorsitzenden, wie es scheint. Solange er da ist, kann ich nichts vom Tisch nehmen. Er würde mich sofort bemerken. Okay, wir müssten ihn hier irgendwo ablenken, aber wir können hier noch gar nichts machen. Ich könnte höchstens den magischen Klicker... Nee, können wir hier nicht. Es ist alles andere als angenehm, geschrumpft zu werden. Ich sollte den Ring nur einsetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Okay, also den Ring ablegen können wir jetzt auch nicht. Es ist alles andere als angenehm. Ja, ich wollte ihn ja nur mit dem Direktor Bloch hier benutzen. Aber dann schauen wir wieder runter in den Untergrund. Und schauen hoch zu Ivo, ob die jetzt für uns irgendwas hat. Okay, Rede mit Ivo? Wie geht... Ach, hier. Ivo! Was gibt's? Wusstest du, dass es unter der Stadt einen Tempel gibt? Er ist einer bösen Gottheit namens der Namenlose geweiht. Also, so heißt er natürlich nicht. Er hat einen Namen. Und der ist nicht der Namenlose, aber... Ich kenne die Legenden. Aber von was für einem Tempel sprichst du? Da gab es Leute, die den Namenlosen verehrt haben. Vielleicht wollten sie ihn auch zurück in diese Welt holen. Sie haben einen Tempel mit einer Maschine gebaut. Dort hat Remy damals den Zauberstab gefunden. Ich bin mir fast sicher. Dann solltest du dir den Tempel aus der Nähe ansehen. Tolle Idee. Ich arbeite daran. Ich habe Remys Verkleinerungsring gefunden. Damit komme ich durch die Rohre zurück in die Schule. Sehr gut. Das dürfte uns weiterhelfen. Kennst du gute Witze, Ivo? Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln, natürlich kenne ich gute Witze, oder willst du mich veräppeln, woher soll ich gute Witze kennen? Willst du mich veräppeln? Warum bei den Göttern willst du von mir Witze hören? Es geht tatsächlich um die Götter. Oder um einen. Kannst du dich mal umhören? Ich brauche einen richtig guten Witz, der eine Götterstatue zum Lachen bringt. Natürlich. Danke. Ich bräuchte etwas, das Töne macht. Also nicht irgendwelche. Du weißt schon, Musik. Nimm doch die Glocke hier. Eine Stimmgabel. Oder so. Die Glocke. Ich schau mal, ob ich was finde. Danke. Hinter dir liegt direkt eine Glocke, die macht Musik. Oh. Die Insel soll von einem Geist bewacht werden.
das finde ich beunruhigend. Kann man Geister nicht bannen? Das müsstest du doch wissen. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich fand das immer zu gruselig. Ich schau mal, ob ich etwas rausfinden kann. Mach das. Okay. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Naja, wir haben wohl den blindesten Gnom überhaupt. Da hinten kannst du Musik machen. Mit der Glocke, die macht einen wunderbaren Ton, aber du nimmst sie natürlich nicht. Okay, ich danke dir vielmals, dass du heute auch wieder bei Book of Unwritten Tales zugeschaut hast. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge, wo wir mit unserem blinden Gnom wohl wirklich noch ein ernstes Wort hinreden müssen. Bis dann, bis morgen. Ciao, ciao.